Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Enderia. Enderia mit mir, den Hero Crafter aka Max aka. Heute leider nicht alleine, weil die liebe Pika ist dabei. Hallo Pika. Hallo. Wer bist du? Was machst du hier? Wo kommst du her? Wohnst du hier? Ich bin Pika. Ich komme aus Österreich. Ja. Aber wir sind hier in Enderia. Was machst du in Enderia? Ja, Zufall, bin hier vorbeigekommen. Ach so, okay, das erklärt alles. Leute, werden wir mal einen kleinen Talkrunde machen, weil ich war, das wissen glaube ich nicht mal viele, ich war kurzzeitig auf Insta-Live gewesen letzte Woche und ich war von Dienstag bis Freitag im Krankenhaus. Wegen ein Magen-Darm-Virus, ich habe erbrochen, alles sowas und muss ins Krankenhaus und alles sowas. Und deswegen konnte ich jetzt leider keine richtige Enderia-Folge aufnehmen, weil ich wollte mich am Wochenende ausruhen und wir haben heute Sonntag und ich will mich eigentlich immer noch ausruhen und mir geht es immer noch nicht so gut, deswegen, aber ich wollte keine Folge ausfallen lassen, deswegen kommt eine kleine Talkrunde. Im Hintergrund läuft ein Gameplay, das habe ich im Nachhinein aufgenommen, nach diesem Gespräch hier mit der Pika. Und ja, und Pika ist bald, also beziehungsweise wenn Herofy vorbei ist mit Millify, ist Pika die, mit der ich dann erst mal ein paar Minigames aufnehmen werde. Trotzdem, was ich jetzt schon sagen kann, es werden trotzdem mit Millify noch Videos kommen. Also das ist jetzt Fakt. Nicht, dass Leute denken, die trennen sich. Nein, das ist nicht so. Wir sind trotzdem noch in Kontakt so und wir werden trotzdem noch in Zukunft was aufnehmen. Aber sie will sich erstmal auf ihr YouTube-Zeug konzentrieren, so Mädchen-YouTube. Und ich bin ja trotzdem Minecraft-YouTuber und ich bin für Minecraft und Minecraft. Ihr wisst Bescheid, Minecraft. Und deswegen wollte ich euch mal die Pika vorstellen, weil sie ist auch Moderator auf meinen, auf YouTube, wenn ich livestreame immer. Ich habe ja zwar in den letzten 2 Wochen nicht, konnte ich auch nicht, aber sie ist da Moderator und passt da immer fleißig auf. Und auf meinem Discord ist sie sogar Admin und sogar der einzige Admin, glaube ich. Ja, sogar der einzige. Und kümmert sich um den ganzen Discord. Und das ist halt schon krass. So. Und da dachte ich mir so, weil sie will auch bald mit YouTube-Videos anfangen. Und auch, denke ich mal, mit Minecraft-Content. Denke ich. Ja. Das, ja. Okay. Und da dachte ich mir so, okay, dann stell ich euch die Pika schon mal vor. Sie ist eine ganz nette. Und sie war auch schon voll früh dabei, so, wo ich wieder angefangen habe zu streamen. Und ja, sie ist halt quasi eigentlich immer am Start und ja, also ich weiß nicht, Pika, willst du was sagen? Keine Ahnung. Perfekt, super Leute, das reicht für heute. Nein, aber Spaß Leute, es werden in Zukunft wahrscheinlich viele kleine Minigame-Projekte kommen und ich denke mal, dass die Pika dann, denke ich mal, mit am Start, wenn sie das möchte. Und klar. Ja, das ist nice, dass du bist herzlich eingeladen, Alter. Ankündigen kann ist, dass in Zukunft eventuell bald, nicht mehr lange, ein kleines Horrorprojekt kommen kann. Von mir, wo ich nur alleine bin. So ein Horrorprojekt, wo so maximal 10 Folgen gehen wird. Das wird nach Herofy kommen. Was ich jetzt schon sage, nach Herofy, Dienstag und Donnerstag, das wird maximal 10 Folgen gehen. Und dann, ja, das ist halt richtig cool. Ich mache mir seit über einem Monat, wenn ich ehrlich bin, arbeite ich dran. Auch mit anderen, die mir da ein bisschen helfen noch. Aber sonst hauptsächlich alleine. Und das ist halt krass. Ich will den Namen noch nicht sagen. Aber es kommt bald. In wenigen Wochen kommt das Projekt, weil Herofy neigt sich langsam den Ende zu. Und ja, dann kommt das neueste Minecraft-Projekt. Und was ich auch noch sagen kann, eventuell, beziehungsweise was eventuell, was safe steht, nach diesem kleinen Horrorprojekt werden erstmal so Minigames-Spiele kommen. Und danach, weil wir arbeiten auch nebenbei noch an einem anderen Projekt, das ist so ein kleines, wie kann man sagen, PvP-Projekt. Und dass wir im Team sind, zum Beispiel, als Beispiel jetzt mal, ich und die Pika gegen zwei andere Teams, die auch nochmal so jeglich noch eine Person im Team haben. Also 3 Teams quasi mit, und wir sind 6 Leute. Und dann müssen wir da kämpfen und alles und überleben und Sachen sammeln und, aber was ich sagen kann, ist auch mit Mods, was ich jetzt schon sagen kann, ist so ähnlich, was ich sagen kann, bevor sich wieder Leute aufregen, so wie ähnlich wie das
Hardcore Heroes Projekt von Chaos Flow 44 und Aerosu HD damals. So ähnlich. Nicht das komplett Ganze, aber so ähnlich. Aber der Struktur von diesem Projekt damals ist halt der Struktur von uns auch. Deswegen, und das hier, das wollte ich halt nur mal kurz sagen. Und ich, ja, Pika, sag den Leuten tschüss. Tschüss. Das war sympathisch. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Infovideo gefallen. Und ich hoffe, ihr mögt Pika, die ist sehr nett und freut sich hier, denke ich mal, dabei zu sein. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Interior. Also Leute, lasst gerne Like da, abonniert, wenn es euch getan hat, aktiviert die Glocke, dass ihr kein weiteres Video verpasst. In dem Sinne, haut drin, bis dann und ciao.